Dann nichts wie raus hier, beziehungsweise wir können ja nochmal gucken, ob hier nochmal was Schönes irgendwo rumliegt. Und wie benutze ich die Dinger eigentlich? Hallo? Die Terroristen haben unser Sicherheitssystem umprogrammiert. Oha. Und mit den Geschützen da oben ist nicht zu spaßen. Wir sind also hier gefangen, während der Orden da draußen Wissenschaftler ermordet. Es muss doch einen Weg geben, diese Kamera auszutricksen. Wenn Sie sich an der Kamera vorbeischleichen oder sie mit EMP ausschalten können, ist alles in Ordnung. Sobald die Kamera aber ein Ziel erfasst, eröffnet das Geschütz das Feuer. Klingt kinderleicht. Kommen Sie mit? Ich bin nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Aber Sie wurden für solche Fälle ausgebildet. Ich soll einfach nur unauffällig Schüler beobachten und mir Notizen machen. Ich hoffe natürlich, dass ich gerettet werde. Aber Sie müssen auf jeden Fall hier rauskommen. Okay, ganz wie Sie wollen. Gut, geben wir uns Mühe. Vertrau mir. Tarsus geht entschlossen gegen voyeuristische Verhaltensweisen unserer Wissenschaftler vor. Die Quartiere werden überwacht, um sicherzugehen, dass unsere Rekruten nach den Infusionen kein abnormales Verhalten zeigen. Gut, wir haben ja eine MP-Granate aufgesammelt. Hätte ich doch mal das andere genommen. Testsubjekt Tagebuch Alex D. Ankunft Täter Gehirnwellen 6,3 Zyklen. Müdigkeit. Neugier, Stressindikatoren minimal. Muskelfaserscan ungenau. Subjekt ließ sich nicht entkleiden. Empfehle, dass Rekruten aus Chicago zukünftig vor dem Briefing duschen. Schlaf 2,3 Zyklen pro Sekunde, 1,7 Zyklen pro Sekunde, 3,9 Zyklen pro Sekunde, keine Träume, Subjekt durch lautes Geräusch geweckt. Solche Schweine. Unfassbar. So, bevor hier gleich wieder irgendwas schief geht, einmal so. Und dann hätte ich natürlich gerne noch die EMP-Granate. So hätte man es machen müssen, ne? Na egal. Das hatte ich ein Feuer auf der 1. Keine Ahnung. Kameras und Geschütze. Ortet eine Kamera ein Eindringling, wird automatisch das entsprechende Geschütz aktiviert. Darüber hinaus rücken die alarmierten Wachen in das Zielgebiet vor. Mit konventionellen Schusswaffen richten sie gegen Kameras und Geschütze wenig aus. Setzen sie diese daher mit Sprengstoff, EMP-Waffen oder Multitools außer Gefecht. Es ist durchaus möglich, dem wachsamen Auge einer Kamera zu entgehen. Schleichen sie sich dazu an der Kamera vorbei. Oder aktivieren Sie die Modifikation Thermaltarnfeld. Kameras und Geschütze sind computergesteuert. Haben Sie das Login für den entsprechenden Computer oder die Modifikation Neuralschnittstelle, können Sie Kameras und Geschütze umprogrammieren oder deaktivieren. Feuerlöscher. So, nochmal speichern, weil wir eben den Hinweis hatten. Okay, da ist die Kamera. Und diesmal sieht man auch, wo die hingehen. Das ist eine gute Neuerung. So, nehmen wir noch jemand das hier. Cannot place here. Wird. Ist das nicht die MP gewesen? Ist das keine Granate? Ach, das ist eine Proxmine. Minikit. So, das Minikit würde ich gerne mal dahin legen. Da ist die MP-Granate. So. Stimmt hier nicht. Was ist hier los? Das war schon mal nicht so gut. Probieren wir es doch gleich nochmal. Also so eine Granate löst direkt den Alarm aus, wenn da nichts passiert. Also wenn sie nicht trifft. So, hier würde ich das Minikit haben. Hier hätte ich gerne die EMP-Granate. So. Bevor ich das jetzt wieder 10-mal machen muss, können wir das auch nochmal speichern. Das heißt, ich muss sie eigentlich da unten hinwerfen. Jawohl. Das hat schon mal funktioniert. Sie sind vermutlich der Kapitän, der mit seinem Schiff untergeht. Sagen wir es mal so.
Wir werden diesen Fanatikern unsere Forschung nicht kampflos überlassen. Da tut sich was. Noch ein Trupp Terroristen. Wo? Direkt unter uns. Sie durchsuchen die Apartments. Sind Sie sicher, dass Sie hier bleiben und kämpfen wollen? Sollten unsere Feinde diese Einrichtung einnehmen, entdecken sie das Geheimnis ihrer Entstehung. Sie sind unser lebender Beweis. Ich werde nicht zulassen, dass Sie Ihre Leiche in Ihr Schlachthaus schleppen. Sie haben doch die Kampfausbildung. Bitte kümmern Sie sich um die Eindringlinge, bevor Sie meinen Kollegen und mich töten. Dient diese Einrichtung nur dazu, uns zu beobachten? Die Rekruten? Saß ich in Chicago auch so auf dem Präsentierteller? Die Biomodifikation ist komplizierter, als Sie denken, Alex. Diese Einrichtung diente Ihrem Schutz. Sie kennen meinen Namen. Ich weiß noch viel mehr. Immerhin soll mein Code die Proteinsynthese in den Zellen Ihres Körpers regulieren. Okay. Wir sollen die Wissenschaftler beschützen. Hey, komisch. Wo? Wir sind hier nicht sicher. Das stimmt. Okay. Was ist das? Wo sind sie denn? Willst du dich mit mir anlegen? Behalte den Feind im Auge. Okay, so einfach das, ist das nicht. Ich weiß nicht, wie lange... Klappt ja schon mal super hier. Du bist nicht umsonst gestorben, Freund. Du kannst nicht gewinnen. Das läuft doch nicht hier in den Weg. So. Jetzt wird's ernst. Haben wir Wissenschaftler gerettet? Zu wenig. Ach, die Waffen. Sammelt ja die Munition automatisch ein? Der Orden hat unser Sicherheitssystem umprogrammiert. Wir sitzen hier fest, wenn wir nicht an dieser Lichtschranke vorbeikommen. Was macht sie denn? Alarm auslösen? Soll das ein Witz sein? Das hier ist ein streng geheimes Labor. Das sind Goldstrahlen. Die setzen sie innerhalb einer Viertelsekunde außer Gefecht. Gibt es einen anderen Weg nach draußen? Ich schätze, dieser Raum hat eine Deckenlüftung. Aber das hilft mir nicht viel. Ich habe Klaustrophobie. Wenn Sie ein Multitool haben, können Sie versuchen, das Steuerungselement neben der Lichtschranke zu hacken. Oder Sie schalten es mit einer EMP-Waffe aus. Oder, das könnte auch funktionieren, Sie sprengen das Ding einfach mit einer Granate in die Luft. Rote Strahlen lösen den Alarm aus. Grüne aktivieren Gasbomben. Okay. Okay, aber er nimmt ja dann hier immer nur die Waffe mit. Aber nicht die Munition. Huch, was macht er denn jetzt hier? Nee, so. So funktioniert das, genau. Okay. Nochmal hier mit dem Inventar. So viele Waffen brauche ich nicht. Da reichen mir auch im Grunde eine Pistole. Ein Multitool. Das ist die Frage, wollen wir ihn retten? Hat das noch ein Multitool? Das farbige Licht ist holographisch. Ja. Und dient nur dazu, den Eindringlingen Angst zu machen. Analyse illegaler Biomodifikatoren. Glücklicherweise sind diese unberechenbaren Biomodifikatoren unabhängiger Hersteller noch relativ selten. Als Basis nutzen auch diese Modifikationen die Pizochem-Architektur. Aufgrund der abweichenden Infusionssignaturen sind beide Technologien allerdings nicht kompatibel. Über die Spätfolgen der Benutzung dieser unmoralischen und befremdlichen Systeme gibt es noch keine Untersuchungen. Die Laserstrahlen selbst sind unsichtbar. Tja. Ich war gerade auf dem Weg nach draußen, als sie das sehen. Nachdem wir jetzt die anderen nicht retten konnten, dann. Naja, komm. Wir sind ja keine Unmenschen. Das gefällt mir nicht. Wie, das gefällt dir nicht? Du wolltest doch, dass ich das mache. Unfassbar. Okay, da ist eine Drohne. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Aber sie wurde mir jetzt auch nicht als rot markiert. Wir schleichen mal lieber wieder. Vielleicht kommen wir hier raus. Nee. Gastank. Ach, das ist so ein Mini-Ding. Einsatz von Medibots. Sie befinden sich in der Nähe eines Medibots. Medibots heilen selbst schwerste Verletzungen. Sie sind darauf programmiert, die Wunden aller Personen in Reichweite zu versorgen. Biologische Instandsetzung. Reparatur abgeschlossen.
Ja, cool. Das heißt, da brauchen wir also keine Angst haben. Und hier komme ich nicht durch. Doch. Den Code hatten wir ja bekommen. Komisches Geräusch. Oh. Oh. Das ist natürlich jetzt uncool. Kamera und Leute. Ist da jemand? Nein, nein, da ist keiner. Können wir den vielleicht... So einfach ist das nicht. Verdammt. Das funktioniert also nicht. Ich dachte, wir könnten den einfach schön wegbrezeln. Das hat doch sonst auch funktioniert. So einfach ist das nicht. Das ist nicht so einfach. Natürlich ist das nicht so einfach. Ziel verloren. Analysiere Infrarotstörung. Okay, jetzt können wir hier vielleicht durchhuschen. Anomalie entdeckt. Hat er mich doch erst gesehen? Oh, da sind diese Drohnen, gibt es hier auch wieder. Na, Mist. Die Drohnen gibt es auch wieder. Dann würde ich mal sagen, schnell zum Ausgang. Bevor die Drohnen kommen. Der Orden steht Ihnen bei. Gehen Sie. Sie sind frei. Wer sind Sie? Ich bin Lin Mai Chen, die hohe Augurin Ihrer Heiligkeit. Wir können Sie in Upper Seattle nicht beschützen. Kommen Sie zu unserer Kirche, dort können wir reden. Beschützen vor wem? Dr. Nassif. Sie wird versuchen, Sie wieder gefangen zu nehmen. Niemand hat mich gezwungen, an dem Programm teilzunehmen. Nur weil Sie nie versucht haben, es zu verlassen. Glauben Sie mir, Sie wären längst tot, wenn Sie diese Wissenschaftler enttäuscht hätten, die rund um Ihr Schlafzimmer postiert sind. Bis jetzt sind Ihre Truppen hier die einzigen Mörder. Sie müssen entschuldigen. Mein übereifriger Captain hat seine Befehle missachtet. Er sollte eine Rettungsaktion durchführen. Sie haben Ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle? Die Kirche hat mit internen Streitigkeiten zu kämpfen. Ich kann Ihnen später alles erklären. Beeilen Sie sich, Alex. Sie finden uns in der alten Hartford-Turbinenfabrik in Lower Seattle. Na gut. Wir stehen wieder zwischen den Fronten. Oh, wir haben eine Energiezelle aufgenommen. Achso, das links ist dann unser Leben wahrscheinlich und rechts ist dann, wie viel Energie wir noch haben. Okay. So, ist ja die Frage, ne? Sind das jetzt... Wer sind die Bösen? Wer will uns Böses? Und wer will nur unser Bestes? Schwierig. Meiden Sie Metall- und Steinböden, wenn Sie unbemerkt bleiben wollen. Auf Teppichböden können Sie nahezu lautlos gehen. So, jetzt wollen Sie mich ja nicht mehr töten. Organisationen, Interessengruppen und Zielsetzungen. Während des Spiels lernen Sie die unterschiedlichsten Zielsetzungen rivalisierender Organisationen und Gruppierungen kennen. Sie allein sind für Ihre Handlung verantwortlich. Es gibt keinen falschen Weg durch die Welt. Ihre Ziele werden in Ihrem Datenspeicher abgelegt. Mit N können Sie auf Ihren Speicher zugreifen. Gut, was sind denn jetzt gerade unsere Ziele? Report to Church. Report to the Order Church in Lower Seattle. You can get to Lower Seattle. Okay, wir müssen nur nach Lower Seattle. Na dann. Sir, das ist weit genug. Bleiben Sie vom Kontrollpunkt weg. Was soll das? Warum werde ausgerechnet ich verhört? Ich bin eben einem Angriff auf Tausus entkommen. Überlassen Sie der WTO die Handhabung dieses Vorfalls. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Für wen arbeiten Sie? Alle nicht-enklavischen Arbeiter müssen dieses Gebiet räumen, bis das Sicherheitssystem wieder funktioniert. Alles unter Kontrolle. Weitergehen. Bist du sicher? Positiv. Okay, Sie können passieren. Aber Sie haben Befehl, sich sofort am WTO-Flugterminal bei Chief Morgan zu melden. Gehen Sie von Tarsus aus um die Ecke. Bleiben Sie auf dem oberen Bürgersteig und folgen Sie den Schildern zum Metroaufzug. Stimmt was nicht? Gehen Sie einfach weiter, damit wir das Gebiet abriegeln können. In der WTO-Enklave sind Sie sicher. Egal, was Sie tun, fahren Sie nicht mit dem Inklinator nach Lower Seattle. Da wimmelt es nur so von Ordensterroristen. Aber der Orden, ja, war jetzt ja auch nicht so böse zu uns. Okay, Tarsus, WTO, den Orden. Kontrollpunkt hättest du
was dir diese Trooper erzählt haben. Ich vertraue der WTO kein bisschen mehr als Tarsus. Und wenn du noch mehr Beweise für die Heimtücke des Programms brauchst, schau mal in Nassifs Apartment vorbei. Ich habe ihre Adresse in ihrem Büro gefunden. Sie wohnt in Apartment 2224 Emerald Suites. Ich schicke dir eine Karte des Gebäudes. Emerald Suite, okay. Finden wir das? Okay, da ist die Metrostation. Da müssen wir hin, um das hier zu verlassen. Dann gucken wir uns doch erstmal hier um. Verlassen Sie Upper Seattle, solange es noch geht. Die WTO könnte Sie jeden Moment verhaften. Sie erreichen die unteren Bezirke über den Inklinator im Nordwesten der Enklave. Das wäre dann hier. Da müssen wir jetzt aber doch nochmal eben hier gucken. Genau, über den Inklinator können wir das machen. Okay. Alles klar. Gut. Und Ratten gibt es hier auch wieder. Kann man die auch wieder tot treten? Sie machen wieder Geräusche, wenn man drauf tritt. Oh je, ich hoffe, es gibt auch nicht wieder Katzen. Ah. Hey du, komm her. Warum? Wohnst du hier? Ich bin zum ersten Mal hier oben. Wo kann man hier gut einkaufen? Ganz cool, Red. Mr. P hat gesagt, wir sollen nicht auffallen. Bist du taub? Ich hab gesagt, ich will so ein Lederoutfit wie du haben. Komm schon, Mann, lass das. Warum musst du jedes Mal durchdrehen, wenn wir einen Job kriegen? P hat gesagt, wir sollen hier warten. Okay, und jetzt will ich einkaufen. Das Einzige, was ich mir nicht leisten kann, ist so ein schickes Outfit. Tja, und da kommst du ins Spiel. Boom. Okay. Wir können unser wir haben ja nur 100 Credits, also wir können ihm unser ganzes Geld geben, damit nichts passiert. Wir können ihn wahrscheinlich angreifen. Wir können ihm 50 geben. Und wir kriegen Informationen über diesen Mr. P. Oder wir reden uns einfach raus und sagen, wir gehen erstmal zum Automaten. Nee. Wir lassen uns hier nicht so ans Bein pinkeln, würde ich sagen. Du hast dir das falsche Opfer ausgesucht, Blödmann. Blödmann? Hast du das gehört? Er hat Red Blödmann genannt. Vielleicht war dein Großvater ja ein Blödmann. Aber ich wette, dass du noch nie gegen jemanden wie mich gekämpft hast. Was ist los? Hat's dir die Sprache verschlagen? Ich nehm's nicht zurück, wenn du das meinst. Überleg dir das lieber. Red meint's ernst. Er ist zäher als ein Greaselpit-Kämpfer. Könnt ihr vielleicht alle mal die Fresse halten und Verstärkung holen? Wie Verstärkung. Und ich habe nicht gespeichert. Sehr gut. Zeit für ein bisschen Action. Sehr gut, der Roboter hilft uns. Ha, sehr gut. Quick, quick. Nimmt er eigentlich auch Munition dann auf, wenn man sie nimmt? Leg ihn wieder weg. Leg das weg. Das macht auf jeden Fall Geräusche. Keine Ahnung. So, was haben wir da drin? Ah, wir müssen ein Multitool nehmen, um es aufzumachen. Was haben wir denn da? Da haben wir aber schöne Sachen drin, glaube ich. Wir machen das mal. So, was haben wir hier? Einen Glass Stabilizer, eine Waffenmodifikation. Die gibt es auch wieder. Sie haben eine Waffenmodifikation erhalten. Waffenmodifikationen dienen der Aufrüstung und Optimierung Ihrer Waffen. Jede Waffe unterstützt maximal 2 Modifikationen. Öffnen Sie das Inventar. Wenn Sie neue Waffenmodifikationen installieren möchten, wählen Sie die gewünschte Waffe aus und drücken Sie Tab. Markieren Sie die gewünschte Waffenmodifikation und bestätigen Sie Ihre Entscheidung mit Enter. Gucken wir uns doch gleich mal an. Ammo-Clip ist gut und Boltcaster. Boltcaster. Mal gucken, was ein Boltcaster ist. Ich gehe mal eben hier zur Seite, weil ich nicht weiß, ob ich hier gesehen werden möchte mit den ganzen Leichen. So, was ist denn ein Boltcaster? Der sieht auch interessant aus. Der macht elektromagnetische... Okay. Ich glaube, wir rüsten erstmal die Pistole auf. Tab drücken. Weapon Mods.
Okay, wir haben den hier aufgenommen. Vaporisiertes Glas mit Ultrasonic Vibrations. Breaks the glass silently and does not trigger alarms. Ah, okay, das heißt, damit können wir dann leise Glasscheiben aufschießen, Fenster aufschießen. Das ist gut, das machen wir mal. Perfekt. Okay. Und wir haben auch ein bisschen gefressen. Ich probiere mal eben, ob das jetzt hier über das Numpad klappt. Ich muss das jetzt wegpacken. Okay, wie kann ich jetzt... Okay, das geht nicht. 4, 5, 6, 7. Nee, damit nicht. Ach, das mache ich mit dem Pfeil. Nee, ach, das mache ich mit den Numpad-Tasten, das Auswählen. Gibt es da nicht auch eine Schnellleiste? Oder ist das wieder F1? Ah, mit F1 kann ich es, glaube ich, auswählen. Ah, ja. Geht, genau. Geht mit den F-Tasten. Okay. Können wir uns einmal heilen. Gut. Dann weiß ich also auch, wie das funktioniert. Perfekt. So, nehmen wir hier mal wieder die Waffe. Was hier ist unsere andere Waffe? Ist auch interessant. Die können wir eigentlich gleich mal testen. Und speichern ist nochmal ganz gut.